Hallo und willkommen zu meiner Review zur Predator Blu-ray. Die gibt es seit heute zu kaufen. Da steht Predator, die Ultimate Hunter Edition. Heute am 25.06.2010. Und da ist sie. So, dann werde ich das gute Stück mal auspacken. So haben wir außen Predator ungeschnittene Fassung, wurde ja neu geprüft ab 16 Jahren, die Ultimate Hunter Edition. Auf der Rückseite natürlich, worum es geht in dem Film, einen kennen natürlich schon viele. Für diese Blu-ray wurde ein neues Master genommen und es gibt auch ein paar Extras. Unter anderem eine Vorschau zu dem neuen Predators-Film. Dann gibt es einen Audiokommentar, bestimmt der gleiche von der DVD. Einen Textkommentar gibt es. Ein Making-of zum Film. Eine Dokumentation zum Predator. Dann zu den Effekten und dann, wie der Predator gemacht wurde. Kurze Aufnahmen gibt es. Vier. Das kann man sehen. Dann gibt es vier entfallene Szenen und Outtakes und zwei Original-Kinotrailer. Auf den alten DVDs gab es ja keine Kinotrailer, nur bei der Erstauflage. Und hier gibt es wieder Kinotrailers. Und es gibt eine Fotogalerie und Profil des Predators. Länge ist 107 Minuten, Original-Kinolänge. Bild ist 16:9. Ton ist im 5.1 DTS. HD Master und zwar in Englisch, in Deutsch, Französisch, Italienisch und Spanisch ist der Film 5.1 DTS und dann nochmal gibt Englisch 4.0 Dolby Digital. Untertitel gibt es Brasilianisches, Portugiesisch, Lateinamerikanisches, Spanisch, also ist auch noch Ton. Also dann gibt es noch Brasilianisches, Portugiesisch, Lateinamerikanisches, Spanisch in 5.1 Dolby Digital. Untertitel gibt es in Deutsch, Französisch, Dänisch, Brasilianisches, Portugiesisch, Finnisch, Italienisch, Lateinamerikanisches, Spanisch, Holländisch, Norwegisch, Spanisch, Schwedisch und Englisch für Untertitel. Der Regionalcode der Blu-ray ist B, also für Europa geeignet. Natürlich ist diese Blu-ray nur auf Blu-ray-Abspielgeräte geeignet. So, dann machen wir mal das gute Stück auf. Innen drin die Blu-ray von 20th Century Fox. FSK 16 Freigabe. Unbeschnittene Fassung mit Arnold Schwarzenegger drauf. Nehmen wir es einfach mal raus. Sieht aus wie jede Blu-ray. Ja, gibt es seit heute zu kaufen. Überall im Handel. Also lohnt sich die neue Predator Blu-ray. Nochmal von vorne. Und nochmal von hinten. So, das war mein kurzer Review zur Predator Blu-ray, zur Ultimate Hunter Edition. Danke und bis zum nächsten Mal.